Ja, hallo, ich begrüße alle zum nächsten Vortrag. Wir warten noch etwa 4, 5 Minuten und dann begrüße ich Herrn Professor Quadt und alle Zuschauerinnen und Zuschauer und dann geht's los. Bis gleich.
Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum dritten Online-Vortrag des SFN in SFN Live. Bevor wir den Gast begrüßen, ein paar Hinweise. Sie sehen, ich bin heute Abend nicht im SFN und unser Regisseur und Techniker sitzt auch nicht im SFN. Unser Internetprovider hat uns immer noch im Stich gelassen und deswegen haben wir uns entschlossen, sicherheitshalber das Ganze von zu Hause aus zu machen. Obwohl das SFN wieder geöffnet hat und Teams dort wieder arbeiten und unter Sicherheits- und Hygienebedingungen wieder an ihren Projekten forschen können, was uns wirklich freut, weil wir vermutlich das erste Schülerforschungszentrum in Deutschland sind, das das ermöglichen konnte. Zu Beginn erst wieder ein paar Hinweise. Auch im Juni gibt es jeden Dienstag, allerdings dann schon um 17 Uhr, Online-Veranstaltungen. Dabei sind es kürzere Vorträge mit anschließend möglichst einem kleinen Gesprächskreis. Und zwar geht es um Vorstellungen von Wissenschaft. Was ist eigentlich Wissenschaft? Aus Münster live zugeschaltet wird Herr Friedrich, Philosoph und Physiker dabei sein, der in das Thema einführen wird und dann hoffentlich mit uns und unseren Zuschauerinnen und Zuschauern ins Gespräch kommt. Also ab nächste Woche immer dienstags um 17 Uhr jeweils in sich abgeschlossene Themen aus dem Wissenschaftstheoriebereich. Heute begrüße ich ganz besonders Herrn Professor Quatt, der wohl mich hört. Ich höre und sehe ihn nicht. Ich will mal wieder auf das Bild schalten. Vielleicht, ja, da sehe ich nur mich, mich kenne ich. Aber ich begrüße Sie ganz herzlich und ich freue mich, dass Sie auch so ganz spontan, als ich Sie gefragt habe, ob Sie bei dieser Vortragsreihe mitmachen, zugesagt haben. Es ist ja nicht das erste Mal, dass Sie uns im SFN unterstützen. Manche der Zuschauerinnen und Zuschauer haben auf unserer Homepage ein Bild von Ihnen mit Jugendlichen gesehen. Das ist schon etwas länger her. Das war nämlich bei der Eröffnung des SFN im Jahre 2012, da haben Sie gleich einen Workshop über Elementarteilchenphysik angeboten und somit unsere Arbeit unterstützt. Auch auf Schülerkongressen waren Sie und deswegen freue ich mich, dass Sie auch in Corona-Zeiten bei uns sind und sozusagen im Internet, online uns über Ihre Arbeit berichten. Sie sind an der Universität Göttingen, forschen dort, aber Sie forschen auch am LHC in CERN. Und ich denke, darüber werden wir heute eine ganze Menge erfahren. Herr Quatt, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich grüße Sie jetzt virtuell und bitte unseren Regisseur sozusagen auf die Hauptperson des Abends umzuschalten. Viel Spaß beim Vortrag. Und wichtig, anschließend kann man natürlich auch Fragen stellen, schon jetzt in Discord, schriftlich und anschließend, wenn man möchte, auch per Videochat. Also bis bald und viel Spaß beim Vortrag. Tja, jetzt müsste eigentlich Herr Quatt kommen. Jetzt geht's los. Ah, da ist er. Okay. Gut, ja, dann würde ich sagen, fangen wir an. Also zunächst mal möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die Einladung. Herrn Haupt, ich freue mich sehr, dass ich beim Schülerforschungszentrum in Kassel heute diesen Vortrag halten darf. Bin großer Fan dieses Schülerforschungszentrums und generell der Arbeiten von Herrn Haupt. Und ich hoffe, dass wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein paar Fragen besprechen können, um tiefer in die Materie einzusteigen. Ich werde jetzt meine Kamera ausschalten, damit wir uns ganz auf das Bild konzentrieren können. Wenn im Anschluss Fragen kommen, dann können wir das auch gerne wieder mit Kamera machen. Gut, ich habe englische Folien mitgebracht und werde auf Deutsch sprechen. Ich hoffe, da ist für jeden was dabei. Mein Vortrag heute geht über das Thema, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und ich möchte dabei einige Highlights der Physik des Large Hadron Collider LHC am CERN, am Europäischen Zentrum für Elementarteilchenphysik in Genf, vorstellen.
Mein Name ist Arnulf Quarth. Ich bin Professor für experimentelle Teilchenphysik an der Universität Göttingen, wie man hier an dem Logo rechts oben sieht. Und ich bin mit dem Standort Göttingen und mit meiner und einer weiteren Arbeitsgruppe in dem ATLAS-Experiment engagiert. Das ist hier mit dem Logo in der Mitte oben zu sehen. Das ist eines der vier großen Experimente am Large Hadron Collider. Ja, und ich möchte zunächst mal das CERN vorstellen. Was ist CERN? Wo ist es? Wie funktioniert es? Möchte dann ein bisschen erklären, was überhaupt Elementarteilchenphysik ist, was die Fragen sind, eine Entdeckung vorstellen, die vielleicht einige gesehen haben. 2012 die Entdeckung des Higgs-Bosons und möchte auch auf das Top-Quark eingehen, wo gerade heute wieder eine spannende Neuigkeit verkündet wurde. Und dann eben auch so ein bisschen, was am CERN jetzt gerade passiert, und habe unten noch weitere Links. Ganz rechts an der Seite sieht man so ein kleines weißes Fleckchen mit einem orange-grün-blauen Viereck. Das zeigt an, dass der Vortrag über die Videokonferenz-Software übertragen wird, die am CERN genutzt wird. Das heißt, wir alle sind jetzt quasi über den CERN-Videoconferencing-Server, den wir auch im Standardforschungsbetrieb nutzen, miteinander verbunden. Ja, was ist CERN? CERN ist das Zentrum für experimentelle Elementarteilchenphysik. Ist gleichzeitig auch ein Beschleunigerzentrum. Und wie man jetzt hier auf dem Zoom-In-Bild sieht, ich hoffe, dass das auch einigermaßen ruckelfrei über die Videokonferenz übertragen wird. Das CERN befindet sich an der Südwestecke der Schweiz, direkt am Genfer See, an der Grenze zwischen Frankreich im Westen der Schweiz, eben mit Genf und dem Genfer See, und weiter im Osten kommt dann wieder Frankreich. Man sieht rechts unten den Flugzeugbeschleuniger, links oben die Bergkuppe des Juragebirges und dann auf die Oberfläche der Region projiziert den großen Beschleuniger, den LHC. Der Tunnel wurde in den 90er Jahren bereits für LEP, den Large Electron Positron Collider, genutzt. Der Tunnel selber ist jetzt ein kleines bisschen umgebaut und erweitert, aber das große Stück ungefähr 100 Meter unter der Erde ist identisch. Der alte Beschleuniger wurde ausgebaut, der neue eingebaut, und seit 2007/2008 ist er mit steigender Energie in Betrieb. Man sieht ganz unten so ein dreieckiges Gelände, wo Oberflächengebäude draufstehen. Das sind vor allem Laborgebäude, Werkstätten und Büros. Das ist das CERN-Gelände, genau auf der Grenze zwischen Frankreich und Schweiz. CERN ist eine internationale Einrichtung, also exterritoriales Gebiet, eine Schenkung von der Fläche her der Schweiz und Frankreichs. Hat mittlerweile auch Beobachterstatus bei den Vereinten Nationen. Man sieht in diesem dreieckigen Gelände einen kleinen Kreis, daran angrenzend über der Schrift ATLAS einen größeren und dann einen ganz großen. Das sind die verschiedenen Teilchenbeschleuniger, die betrieben werden, ja, wie ein Auto mit erstem, zweitem und drittem Gang. Die Teilchen werden dann jeweils von dem vorherigen Beschleuniger übernommen, auf höhere Energien beschleunigt, in den nächsten überführt und so weiter, bis man hinterher zu den maximalen Energien an dem großen Kreisbeschleuniger kommt. Man sieht, dass an den vier Kollisionspunkten, im Süden ATLAS, im Norden CMS, im Westen ALICE und im Osten LHCb platziert sind. Das sind vier Experimente, die sich verschiedenen physikalischen Fragen widmen. Dieser Beschleuniger, sieht man in dem Bild, ist nicht perfekt rund. Es sind 8 Oktanden, wo dann auch immer gerade Strecken und gekrümmte Strecken sich abwechseln, die dann auch unterschiedlich ausgerüstet sind mit Beschleunigungselementen, mit Ablenkmagneten, mit Fokussiermagneten und, wie jetzt über die orangen Linien dargestellt, sind es keine kontinuierlichen Strahlen, sondern mehrere tausend Strahlpakete, die in entgegengesetzte Richtung aufeinander zulaufen. Die bewegen sich mit nahezu Lichtgeschwindigkeit. Die haben einen Abstand von
25 Nanosekunden, was ungefähr 7 Metern entspricht. Und die, wie man hier in dem Bild sieht, kommen in der Mitte des Atlas-Detektors, genauso in den anderen Experimenten, zur Kollision, treffen da aufeinander und die Protonen, die Wasserstoffkerne, brechen dabei aufeinander. Jedes Teilchenpaket hat ungefähr 10 hoch 10 bis 10 hoch 11 Protonen. Das sind auf der einen Seite ganz schön viele Teilchen, auf der anderen Seite fliegende Teilchen, fliegende Ladungen sind ein Strom. Der Strom ist jetzt nicht so groß, aber gut, ich will damit ja auch kein elektrisches Gerät betreiben. Die Protonen selber sind nicht elementar, sondern sind zusammengesetzt. Deswegen zerbrechen sie auch bei der Kollision und brechen in ihre Bruchstücke auseinander. Das werden wir gleich nochmal im Detail sehen. Entscheidendes Werkzeug für die Physik sind eben die Beschleuniger. Und das Besondere hierbei, im Gegensatz zu den Beschleunigern der letzten Generation, ist, dass wir Protonen auf Protonen schießen, also Teilchen auf Teilchen. Und das bedeutet, wenn wir die auf ungefähr auf der gleichen Kreisbahn halten wollen, dass wir dann Dipolmagnete zur Ablenkung brauchen für die einen Protonen und in die anderen Protonen, die ja in umgekehrte Richtung fliegen. Also der Richtungsgeschwindigkeitsvektor V hat umgekehrtes Vorzeichen. Also müssen sie, um auf gleicher Kreisbahn zu fliegen, auch durch Magnetfelder mit umgekehrter Polung fliegen. Das heißt, wir brauchen hier zwei räumlich getrennte Magnetfelder und das sieht man in diesem Bild links oben in dem Foto. Das sind die in der Mitte die Strahlrohre, die sind evakuiert, damit die Protonen nicht unterwegs auf Gasatome schon treffen und dabei auseinanderbrechen und die Strahlintensität unnötig verloren geht. Und man sieht da drumherum Kupferfarben. Es ist aber kein Kupfer, es ist ein Supraleiter, eben Wicklungen für superleitende Magnete. Unten in der Animation sieht man jetzt auch, wie diese Strahlrohre oder durch die Strahlrohre Protonen in die entgegengesetzte Richtung fliegen. Damit die Supraleiter superleitend sind, müssen sie auf ganz tiefe Temperatur abgekühlt werden, auf 4 bzw. 2,4 Grad Kelvin, also 2,4 Grad über dem absoluten Nullpunkt. Das sind ungefähr minus 269 Grad Celsius. Und diese Nioptitan-Legierung, die wird dann superleitend, das heißt, sie verliert ihren ohmschen Widerstand, sodass beim Stromdurchfluss das Metall nicht heiß wird, sondern die komplette Energie in das daraus resultierende Magnetfeld geht. Solche Superleiter, die kann man auch zum Beispiel schön in Physikshows einbinden und demonstrieren. Das sollte man eigentlich jetzt rechts oben in dem Bild sehen, dass da eine supraleitende Eisenbahn, in dem Fall mit einem Keramik-Supraleiter, über den Magneten schwebt. Okay, haben Sie vielleicht aber auch schon mal gesehen. Also auch diese Magnetfelder, die sind dann eben besonders stark. Das heißt aber auch, weil es reine gewickelte Magnetfelder sind ohne Kern. Wir haben ja sonst einen Eisenkern, dessen Form auch die Form des Magnetfeldes bestimmt. Ist es hier so, dass die Wicklungen genau platziert werden müssen, weil die Wicklungen die Form des Magnetfeldes bestimmen. Bei einem warmen Magneten aus Kupfer, Wicklungen mit Eisenkern, ist das eben nicht so. Gut, hier in dem Bild habe ich versucht, die Bausteine der Natur, des Standardmodells der Elementarteilchenphysik, zusammenzufassen. In der oberen Hälfte dunkel hinterlegt sind die 6 sogenannten Quarks, in der unteren Hälfte die 6 sogenannten Leptonen. Lepton ist griechisch und heißt leicht, das sind die leichten Teilchen. Das Elektron kennt man von Elektronen aus der Steckdose oder wenn man einen Ballon an einen Wollpulli reibt oder eine die Folie eines Plastikschnellhefters in Haaren reibt, dann reißt man immer Elektronen aus der Atomhülle und lädt diese makroskopischen Stoffe gegeneinander auf, sodass die Haare, wenn man welche hat, hochstehen.
Myonen treten zum Beispiel in der kosmischen Strahlung auf. Myon-Paradoxon war ein Beispiel, mit dem Albert Einstein die spezielle Relativitätstheorie motiviert hat. Und dazu gibt es eben auch noch eine schwerere Variante des Tau, was identische Eigenschaften hat zu Elektron und Myon, nur schwerer ist. Diese drei Leptonen haben wiederum auf der rechten Seite, rechts unten, Partnerteilchen, das Elektron-Neutrino, das Myon-Neutrino und das Tau-Neutrino. Solche Teilchen entstehen zum Beispiel in Fusionsreaktionen der Sonne, in Kernkraftwerken oder bei radioaktiven Zerfällen. Und die Quarks, die bilden da oben die schwereren Teilchen. Das Top-Quark zum Beispiel ist mit einer Masse von fast 175 GeV, eben fast 175 mal so schwer wie ein komplettes Proton. Das Proton ist allerdings zusammengesetzt aus aus Quarks, während das Top-Quark, soweit wir das heute verstehen, elementar ist. Zwei Up-Quarks und ein Down-Quark bilden ein Proton. Ein Up-Quark, zwei Down-Quarks bilden ein Neutron. Die Quarks und die Leptonen, die treten jetzt in Pärchen auf, in drei Pärchen oder drei Generationen. Warum das in beiden Fällen drei ist, wissen wir nicht. Von der theoretischen Beschreibung her sind die unabhängig. Weil sie unabhängig sind, könnten die auch in ihren elektrischen Ladungen irgendwelche Werte annehmen. Aber zu unserem großen Erstaunen ist es so, dass zwei Up-Quarks und ein Down-Quark zusammen gerade die Ladung plus 1 ergeben. Ein Up-Quark hat die Ladung plus 2 Drittel, also zwei davon haben plus 4 Drittel, ein Down ist minus 1 Drittel, macht genau plus 1 und das hebt sich genau mit der elektrischen Ladung eines Elektrons auf. Das ist der Grund, warum ein Wasserstoffatom elektrisch neutral ist. Das sieht für uns im Moment so aus, als wäre das Zufall, aber das hat natürlich enorme Konsequenzen für die Entstehungsgeschichte des Universums. Das intergalaktische Medium besteht ja im Wesentlichen aus Wasserstoffgas. Wir verstehen jetzt die Wechselwirkung zwischen solchen Elementarteilchen, also die anziehenden oder abstoßenden Kräfte, als Austausch von Botenteilchen, von Bosonen. Davon gibt es, wie in der Mitte zu sehen ist, hellblau, vier Bosonen. Wenn wir Photonen austauschen, dann realisieren wir die elektromagnetische Kraft. Tauschen wir Gluonen aus, englisch Glue, Klebstoff, dann vermitteln diese Teilchen die starke Kraft, also das, was letztendlich Quarks und damit auch Protonen und Neutronen im Atomkern zusammenhält. Und wenn wir die geladenen W-Bosonen oder die neutralen Z-Bosonen austauschen, dann vermitteln wir die schwache Kraft, die zum Beispiel für das Brennen der Sonne verantwortlich ist oder für radioaktive Zerfälle. In der Mitte gibt es das Higgs-Boson, was nach Hypothese von Peter Higgs und einigen Kollegen 1964 aufgestellt für die Masse, also die Trägheit von Elementarteilchen verantwortlich ist. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ja, wir bringen Protonen zur Kollision. Hier in dem Bild dargestellt, soll man die drei Quarks, die zwei Up-Quarks und das Down-Quark erkennen, die durch den Austausch von Gluonen, und das sind diese bunten Bonbons, die da ausgetauscht werden, so soll das dargestellt sein, die werden dadurch zusammengehalten. Und man sieht, dass innerhalb eines Protons eine ganz stark fluktuierende Dynamik im Gange ist. Und wenn ich jetzt zwei Protonen aufeinander schieße, dann wird diese Dynamik gestört. Die Protonen brechen auf in ihre Bestandteile. Dann können einzelne Quarks da auch rausfliegen und sich weitere Quarks aus dem Vakuum suchen und in unserem Detektor Signaturen hinterlassen. Hier ist das Beispiel des Atlas-Detektors gezeigt. Der ist ungefähr 45 Meter lang, 25 Meter hoch. Und wenn man ihn in Folie einpacken würde, würde er schwimmen. Das liegt daran, dass er zu einem ganz gehörigen Teil mit Luft gefüllt ist. Das Schwester- oder Konkurrenzexperiment CMS, das ist sehr viel kleiner. Das ist nur 25 Meter lang und 15 Meter hoch, wiegt aber nicht wie Atlas 7000 Tonnen, sondern 25.000 Tonnen.
20, ja, ist das deutlich schwerer. Und das liegt daran, dass da Bleiglas und Stahl und Eisen verbaut ist. Ja, und Atlas, also das Atlas soll ein Akronym sein für Air Core Toroid LHC Apparatus, also ein mit Luft statt mit einem Eisenkern gefülltes Magnetfeld, was auch nicht durch einen Solenoidmagneten, also zylinderförmig gewickelte Spulen, sondern scheibenförmig gewickelte Spulen zustande kommt. Das Magnetfeld zwingt die Teilchen also im Äußeren nicht auf eine Kreis- oder Spiralbahn, sondern es zwingt sie vom Strahl weg oder zum Strahl hin, je nach Ladung. Ja, und hier sieht man in der Beschriftung ganz viele Teilkomponenten. Im Inneren haben wir einen zylindrischen Detektor, der den Ursprung der Teilchen aus der Kollision vermisst, die Richtung und lokal dann eben doch in einem Solenoid-Magnetfeld die Krümmung. Damit kann ich sowohl die elektrische Ladung, also plus minus oder überhaupt geladen, ja, nein, vermessen aus der Krümmung durch die Lorentzkraft den Impuls und in Kombination mit der Energie, die man zum Beispiel durch Absorption im Kalorimeter, in Orange gezeigt das elektromagnetische oder weiter außen, in Grau gezeigt das hadronische Kalorimeter. Da kann man die Energie der Teilchen vermessen in der Kombination mit dem Impuls, zumindest da, wo man eine sehr hohe Auflösung hat, auch die Masse. Weiter außen in hellblau dargestellt sind die sogenannten Myonkammern, weil eben nur noch Myonen bis dahin kommen. Alle anderen Teilchen werden weiter im Inneren absorbiert. Und Neutrinos fliegen durch den kompletten Detektor durch und hinterlassen gar keine Signatur. Die kann man also nicht messen. Ja, und hier ist eine Fischaugenaufnahme des Atlas-Detektors, wie er quasi im Moment aussieht. Er steht im Moment still, ist geöffnet, weil da Arbeiten dran stattfinden. Und hier sieht man in der Mitte das zylindrische blaue Rohr. Man sieht dann so flügelförmig Detektorelemente, die eben im, was wir Vorwärtsbereich nennen, Myonen vermessen können und in ein paar Monaten, durch Corona jetzt leicht verzögert, wird man diese Lücke wieder schließen und den Detektor zuschieben. Das Blaue, was man sieht, das ist nicht das Strahlrohr. Das Strahlrohr ist ein kleines Metallrohr, was nur ungefähr 5 cm Durchmesser hat. Das hier ist die Betonabschirmung, weil bei den Kollisionen ganz besonders viele Teilchen unter sehr, sehr kleinem Winkel gestreut werden und dann sehr nah am Strahlrohr entlang fliegen. Die Intensität dieser Teilchen ist eben so hoch, dass wir die nicht vermessen können. Die werden mit diesem Stahl- oder Betonzylinder abgeschirmt. Ja, hier sieht man eine Weltkarte, wo in grün eingezeichnet all die Länder sind, aus denen Physikerinnen und Physiker oder Ingenieurinnen und Ingenieure kommen, die an der Atlas-Kollaboration, an dieser internationalen Kollaboration beteiligt sind. Man sieht also sehr schön, dass das wirklich ein weltweites Engagement ist, wo eigentlich aus allen Kontinenten dieser Erde Menschen beteiligt sind. Es sind Menschheitsfragen, die wir untersuchen. Es ist eben reine Grundlagenforschung. Die Neugierde zwingt uns eben dazu, diese Fragen zu stellen. Woraus besteht die Natur? Was sind die Bausteine der Natur? Welche Kräfte halten sie zusammen oder zwingen sie auseinander? Welche Besonderheiten haben die? Und wenn man eben mit seinen Kollegen so zusammenarbeitet, dann nimmt man irgendwie am Anfang wahr, der eine hat jetzt glatte Haare und der andere wellige, der eine hat blonde Haare und der andere schwarze, der hat eine Brille, der einen Turban und der ist montags auf einem Feiertag und der nicht. Aber nach einer Zeit ist das alles vergessen und es sind einfach nur noch neugierige Menschen, die an diesen Fragen forschen. In der nächsten Schemazeichnung zeige ich aus dem zylinderförmigen Detektor einen kleinen Ausschnitt. Der Kollisionspunkt ist in der Mitte des weißen Kreises unten zu sehen.
Und ich zeige jetzt quasi die schalenförmige Struktur. Die inneren Ringe stellen hochpräzise Siliziumstreifen bzw. Siliziumpixeldetektoren dar. So ähnlich wie ein Fotoapparat, eine Digitalkamera können Teilchen, die aus der Kollision frei werden, da durchfliegen, Spurpunkte hinterlassen. Diese Spuren sind im Magnetfeld gekrümmt, sodass wir eben diese gekrümmten Bahnen nachvollziehen können und damit den Impuls messen können. Da weiter außerhalb gibt es einen Übergangsstrahlungsdetektor. Die Höhe des Signals, die dort deponiert wird, erlaubt uns Rückschlüsse darauf zu ziehen, welche Teilchensorte das war. Waren es Elektronen, waren es Pionen, waren es Kaonen? Das ist für das Zurückrechnen und Verstehen der Kollision wichtig. Ja, und dann gibt es in Grau das elektromagnetische Kalorimeter. Da werden Elektronen oder Photonen gestoppt und ihre Energie gemessen. In Blau das hadronische Kalorimeter, eben hadronische Teilchen, die Quarks enthalten, werden da gestoppt. Und ganz außen diese grauen, graublauen Blöcke, da werden. Da werden Myonen vermessen. So, und jetzt sollte hier eigentlich eine Animation starten. Schauen, ob wir das noch hinkriegen. In der Animation würde man verschiedene Teilchen sehen, die aus dem Kollisionspunkt entstehen und dann durch den Detektor fliegen. Jetzt will der Computer gerade nicht. Okay, ich würde gerade die Anwendung nochmal schließen. Und nochmal neu starten. Das scheint gerade nicht zu funktionieren. Hier in dem Bild sieht man nochmal die Außenhaut des Atlas-Detektors und man sieht jetzt zwei weiße Punkte, exemplarisch zwei Protonen oder Strahlpakete, die aufeinander fliegen. Ich habe eben schon mal gesagt, wir haben alle 25 Nanosekunden Protonpakete, die aufeinander fliegen. Je nach Anzahl von Protonen in den Strahlpaketen können dann einzelne Protonen zur Kollision kommen oder im Moment bis zu 40 Proton-Proton-Kollisionen beim Aufeinandertreffen von Strahlpaketen stattfinden. Wir arbeiten aber jetzt schon an einem sogenannten Upgrade, wo die Strahlintensität fast um einen Faktor 10 erhöht wird und da werden pro Aufeinandertreffen von Strahlpaketen bis zu 200 Proton-Proton-Kollisionen stattfinden. Und die Animation nicht läuft, kann ich gerade nicht sagen. Ich starte nochmal neu. Jetzt sieht man eine Beispielkollision. Man sieht ganz viele verschiedene Spurpunkte bzw.
Bereiche im Kalorimeter, wo Signaturen hinterlassen wurden, die werden alle wie bei einer Digitalkamera digital aufgezeichnet, in Zahlen umgewandelt. Und diese Zahlen werden dann an das CERN Computer Center geschrieben. Die Datenmenge ist dabei viel zu hoch. Das sind mehrere Petabyte pro Sekunde, die dabei erzeugt werden. Diese Daten werden online, also noch auf den Computerchips, die die Auslöse im Detektor durchführen, gefiltert. Es gibt ein dreistufiges Filtersystem, sodass wir ungefähr 1000, 5000 Kollisionsereignisse pro Sekunde wirklich zum Computercenter schicken über lokale Internetdatenbahnen, die jetzt hier in Farbe gezeigt sind. Das machen alle vier Experimente, die schicken das ins gleiche Computercenter. Und da werden diese Rohdaten gespeichert und es werden erste Rekonstruktionen durchgeführt. Wir haben ein hierarchisches Computer-Center-System, das sogenannte Tier 0, ist die oberste Lage, wenn man will, wo die Rohdaten am CERN gespeichert werden. Es gibt auch noch Tier 1 Computerzentren, das sind die nationalen Rechenzentren der beteiligten Institutionen. In Deutschland ist das zum Beispiel das GRIDK in Karlsruhe. Es gibt noch Tier 2 Zentren, regionale Rechenzentren. In Deutschland gibt es für Atlas 3 solcher Rechenzentren, wo eben auch noch zentrale Aufgaben stattfinden. Und es gibt dann Tier 3 Zentren, das sind die universitären Zentren, wo Bachelor, Master, PhD-Students oder eben Postdocs dran arbeiten. Und die sind weltweit verteilt. Da sieht man, es gibt 11 nationale Tier-1-Zentren, 140 Tier-2-Zentren. Eines davon haben wir hier in Göttingen aufgebaut. Ja, was sind die physikalischen Fragen, die wir untersuchen wollen? Warum brauchen wir überhaupt Teilchenbeschleuniger? Und das ist hier auf dem Bild dargestellt. Ich habe jetzt mal hier die Entstehungsgeschichte des Universums mitgebracht. Ganz links sieht man oder soll dargestellt sein, der Urknall, wie in einem Punkt aus einer Vakuumfluktuation heraus das Universum entstanden ist. In einer heißen Ursuppe waren alle möglichen Elementarteilchen, geladene und neutrale, ja, wie in einer Suppe durcheinandergerührt, in einem Plasma. Es gibt aber dann auch diese Phase der Inflation, in der das Universum sich ausdehnt. Und wenn ein Medium sich ausdehnt, kühlt es ab. So wie die Kühlflüssigkeit, die im Kühlschrank durch eine Düse gedrückt wird und beim Expandieren abkühlt. Oder beim Fahrradpumpe, wenn Sie da ein Gas komprimieren, wird es heiß. Also gleicher Prozess mit umgekehrtem Vorzeichen. Das Universum hat sich abgekühlt und dabei haben sich, ähnlich wie beim Abkühlen von Kakao, kleine Flöckchen gebildet, die eben in dieser Bindungssituation energetisch günstigere Zustände bilden. Das waren dann hier geladene Elementarteilchen, zum Beispiel Quarks, die sich zusammen zu Protonen und Neutronen gefunden haben oder kurz danach, nach ungefähr 300.000 Jahren, Protonen, die dann mit Elektronen zusammen elektrisch neutrale Atome gebildet haben. Das ist für uns ein Schlüsselmoment, weil das die Phase ist, ab der das Universum elektrisch neutral ist und damit auch transparent ist für Photonen, also für Lichtteilchen. Ja, das heißt, nur bis zu dieser Phase kann man überhaupt mit astrophysikalischen Methoden das Universum untersuchen. Alles, was davor war, ist für Licht nicht transparent. Diese Phase muss man oder kann man nur untersuchen, wenn man diese energetischen Zustände des heißen Plasmas im Labor nachmacht und erzeugt. Und dazu brauchen wir eben Teilchenkollisionen mit sehr hoher Energiedichte. Je höher die Teilchenenergie, die Energiedichte, desto früher ist die Phase des Universums, der das entspricht. Ja, und weiter rechts sind die restlichen 14 Milliarden Jahre, wo wir uns heute auf einem Planeten befinden, der um eine Sonne kreist in der Milchstraße. Ja,
Ja, eine der Fragen, die, denke ich, viele schon gehört haben, war die Suche nach dem Higgs-Boson. Wir haben ungefähr 50 Jahre lang versucht, dieses Higgs-Teilchen zu finden, als eine mögliche Erklärung, als eine Hypothese, wie eigentlich Elementarteilchen ihre Masse bekommen, ihre Trägheit bekommen, nämlich dadurch, dass ein Feld das Universum erfüllt und die Teilchen durch dieses Feld flitzen, dadurch, dass sie an das Feld koppeln, je nach Kopplungsstärke werden sie träge. Ja, das ist so, wie wenn man einen Kochlöffel nimmt und den in einem leeren Kochtopf herumrührt, dann ist das relativ leicht möglich. Ist der Kochtopf mit dem Medium Wasser gefüllt, dann muss der Löffel immer gegen dieses Medium anrühren. Das ist schon sehr viel schwerer. Wenn man versucht, in einem Wasserbecken zu laufen, spürt man das auch sehr stark. Und wäre dieser Kochtopf mit Honig gefüllt, der ja eben noch viel stärker an dem Löffel klebt oder stärker an dem Löffel gebunden ist, dann ist das Rühren noch sehr viel schwerer. Ja, also dieses Medium ist das Higgs-Feld. Und wenn man dieses Higgs-Feld anregt, dann kann es quasi an sich selber kleben, so wie Uhu von einer Tube, also zumindest bei mir immer an der Spitze der Tube an sich selber klebt und da so kleine Klebknüppelchen bildet. Und so ein Klebknüppelchen, der angeregte Zustand des Higgs-Feldes, das wäre das Higgs-Boson. Wenn ich also das Higgs-Boson erzeuge und seine Eigenschaften vermesse, studiere ich eigentlich die zugrunde liegenden Eigenschaften des Higgs-Feldes. Und das ist das, was ich untersuchen möchte. Es gibt auch noch andere Fragen, zum Beispiel die der dunklen Materie. Wenn wir davon ausgehen, das ist eine Hypothese, dass die Gravitation sich auf großen und kleinen Abständen bei großen und kleinen Beschleunigungen so verhält, wie Newtons Apfel, wenn er vom Baum fällt, oder der Mond, der sich um die Erde dreht, dann zeigen Beobachtungen, astrophysikalische Beobachter im Universum, dass dort sehr viel mehr Masse sein muss, massebehaftete Materie, als wir sehen können. Und die Ausdehnung des Universums muss durch eine Energie getrieben sein, die Masse versucht, das Universum zusammenzuhalten. Und diese beiden Kräfte stehen in einem gewissen Gleichgewicht, das wir untersuchen können. Und das zeigt uns, dass die Energie im Universum zu 68% aus einer bisher völlig unbekannten Energieform bestehen muss. Und ungefähr 26-27% aus einer massebehafteten, dunklen, unsichtbaren und damit elektrisch neutralen, aber aus massiven Einzelteilchen, sehr schweren Einzelteilchen bestehenden, kalten, dunklen Materie. Also kalt heißt nur, die Teilchen sind relativ langsam. Neutrinos zum Beispiel können das nicht sein, die sind ja fast masselos und sind relativistisch schnell. Relativistisch würde dann heißen, die sind heiße, dunkle Materie. Die kennen wir, die kalte, dunkle Materie kennen wir nicht. Also auf der einen Seite sehr spannend, sehr aufregend, aber auch eine Erkenntnis, die uns in Demut versetzt. Die letzten 300 Jahre hat die Menschheit mit allem, was sie an Wissenschaft, an Naturwissenschaft betrieben hat, einen Bruchteil der sichtbaren Materie verstanden, die knapp 5% des Energieinhalts des Universums ausmacht. Da ist also noch viel Luft nach oben. Ja, und dann Materie, Antimaterie. Wir verstehen auf der einen Seite Materie sehr gut. Da ist nichts Mystisches oder Unheimliches dran. Es ist wie Materie, nur umgekehrtes elektrisches Vorzeichen, wird also im Magnetfeld in die andere Richtung abgelenkt. Aber wir würden erwarten, nach unserem momentanen Verständnis, dass im Urknall genauso viel Materie wie Antimaterie erzeugt wurde. Die sollten sich also genau symmetrisch auslöschen. Das tun sie aber nicht. Dieser Auslöschungsprozess, der hat eine kleine Asymmetrie. Deswegen bestehen wir quasi als Ascherest dieser Vernichtung aus Materie, und das Universum ist mit der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung, also den Lichtblitzen aus dieser Auslöschung, erfüllt. Und wir verstehen solche Prozesse und haben die ganz genau vermessen, sehen aber, dass die Materie-Antimaterie-Asymmetrie im Universum deutlich größer ist
als das, was wir beschreiben können. Auch da gibt es noch offene Fragen. Ja, und Gravitation, die spüren wir zwar im täglichen, aber auf Mikrokosmos, Quantenmechanik-Niveau verstehen wir die nicht. Ja, die Entdeckung des Higgs-Feldes war eine große Aufregung. Hier sieht man, wie Elementarteilchen durch das Universum flitzen. Und diese Pünktchen sollen jetzt das Medium-Higgs-Feld darstellen. Dieses Higgs-Feld koppelt an die Elementarteilchen und dadurch werden die Teilchen langsamer, so wie ein Mensch, wenn er in ein Schwimmbecken reinmarschiert, langsamer wird und damit Trägheit bekommt. Das ist das Phänomen Trägheit. Und wir können jetzt in Proton-Proton-Kollisionen, wie wir sie gerade gesehen haben, dieses Higgs-Feld anregen und manchmal ein Higgs-Teilchen erzeugen, was hier zum Beispiel in zwei Photonen zerfällt, die wir in unserem Detektor messen können. Das ist eine Signatur, die je nach invarianter Masse auf die Produktion, kurzzeitige Produktion eines Higgs-Teilchens hinweisen kann. Und wenn wir viele solcher Kollisionen beobachten mit signifikanter Statistik, dann können wir Eigenschaften wie die Masse des Higgs-Teilchens nachweisen und Schritt für Schritt, also wenn wir zum Beispiel die Prozentsätze vermessen, in wie viel Prozent der Fälle zerfällt das Higgs-Teilchen in zwei Photonen, in Elektronen, in Quarks, in Myonen, in W-Boson, Z-Boson und so weiter, dann können wir sogar die Eigenschaften dieses Higgs-Teilchens und damit des Higgs-Feldes vermessen. Und das ist jetzt hier dargestellt. Das ist die angenommene Produktion eines Higgs-Bosons mit anschließendem Zerfall in zwei Z-Teilchen, wie in der Mitte zu sehen ist. Und hier würden beide Z-Teilchen jeweils in zwei Leptonen zerfallen. Das heißt, hier würden wir vier Leptonen im Endzustand beobachten. Und auf der horizontalen Achse ist die Masse des hypothetischen Higgs-Teilchens, was wir im Detektor über vier Leptonen messen, gezeigt. Und das ist jetzt quasi eine Zeitrafferaufnahme. Man sieht, wie im Laufe der Zeit oben das Datum immer weiterläuft, in der Mitte die Datenmenge bei 7 bzw. jetzt bei 8 TeV-Schwerpunktsenergie aufgezeichnet immer weiter steigt. Die schwarzen Punkte stellen die echte Messung dar. Das sind quasi unsere Fakten. Und die farbigen Histogramme stellen die Untergrundquellen dar, so wie wir sie erwarten und verstehen würden. Und man sieht, bei ungefähr 120 GeV haben wir einen Überschuss gemessen, den wir mit den Standardmodellprozessen nicht erklären können. Und die einzige Erklärung, die wir dazu finden konnten, war die Produktion eines Higgs-Teilchens mit der Masse 125 GeV. Und wenn man hier im linken Bereich schaut, sieht man jetzt schon, da sind mehr Ereignisse zu sehen, als ursprünglich erwartet waren. Das war jetzt schon der Sommer 2012. Da haben wir die Higgs-Entdeckung bekannt gegeben und da waren eben auch Göttinger daran beteiligt. So sieht eines dieser Higgs-Kandidatenereignisse aus. Das eine Higgs-Boson würde hier in die Myonen zerfallen, die rechts unten in den blauen Myonkammern letztendlich zu sehen sind. Und das andere würde in ein Z-Teilchen und dann in zwei Myonen zerfallen, die in dem grünen Bereich zu sehen sind. Und links oben sieht man, dass es in dieser Kollision oder in diesem Aufeinandertreffen von Strahlpaketen ganz viele Proton-Proton-Kollisionen gibt. Die sind dann als gelbe, grüne, blaue und so weiter Punkte oder kleine Kreise dargestellt und davon gehen jeweils wieder ganz viele einzelne geladene Spuren aus und die werden alle rekonstruiert und getrennt. Also in dem rechten Bild, diese vielen weißen Linien, sind alle einzelne elektrisch geladene Teilchen, die von den Magnetfeldern auf Zylinderbahnen gezwungen werden, die wir alle einzeln trennen können. Ja, und hier in dem Bild sieht man ein Foto des Seminars am CERN, was am 4. Juli 2012 stattgefunden hat, wo die beiden Experimente ATLAS und CMS
die Higgs Entdeckung verkündet haben. Große Aufregung, was dann eben auch live übertragen wurde und zu folgender Szene geführt hat. Very small that makes all the difference. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2030 Nobel Prize in Physics to Professor François Englert at Université Libre de Bruxelles, Belgium, and Professor Peter Higgs at University of Edinburgh, United Kingdom. And the Academy citation runs for the theoretical discovery of a mechanism that contributes to our understanding of the origin of mass of subatomic particles, and which recently was confirmed through the discovery of the predicted fundamental particle by the ATLAS and SEMES experiments at CERN's Large Hadron Collider. Ja, das ist eben die Situation, die wir 2013 hatten. Die Kollegen aus der theoretischen Physik wurden mit dem Nobelpreis ausgezeichnet, quasi stellvertretend für uns Experimentalphysiker, die das Higgs-Boson wirklich entdeckt haben. Das hat einfach mit den Spielregeln quasi des Nobelpreises zu tun. Es darf eben an maximal drei Personen der Preis vergeben werden. Einzige Ausnahme ist der Friedensnobelpreis, der eben auch an Einrichtungen vergeben werden kann. Gut, es gab auch Leute, die sagen, man hätte den Preis ans CERN vergeben sollen, aber das CERN hat das Teilchen nicht entdeckt, sondern die beiden Experimente, an denen jeweils 2000 Universitätsphysikerinnen und Physiker, zum Beispiel auch aus Göttingen, beteiligt sind. Also das muss man immer ein bisschen im Hinterkopf behalten. Wenn man sich die Laudatio anguckt, dann sieht man, dass die Theoretiker zwei Zeilen bekommen haben und uns wurden drei Zeilen gewidmet. Und da sind wir sehr stolz drauf. Ja, es gibt aber nicht nur das Higgs-Teilchen, was am LHC von den beiden Experimenten entdeckt wurde. Es gibt auch andere Teilchen, zum Beispiel das Top-Quark. Das Top-Quark haben wir eben schon gesehen, ist mit Abstand das schwerste Elementarteilchen. Es hat eine Masse von 175 oder 172 GeV, also Vielfachen der Protonmasse. Es ist 1995 erst entdeckt worden an den beiden Experimenten D0 und CDF am Fermilab in Chicago. Wer eben genau hingeguckt hat, hat gesehen, ich trage heute ein T-Shirt des Fermilab. Ich habe auch eine Zeit lang da gearbeitet. Die Entdeckung hat in Top-Quark-Paar-Produktion stattgefunden. Das ist handschriftlich in dem Bild unten notiert, wobei das Top- und das Anti-Top-Quark dann im direkten Anschluss in ein W-Boson und ein B-Quark zerfallen. Und das W-Boson kann entweder in zwei Quarks, also zwei im Detektorteilchen Jets, sich zeigen oder in einem Elektron und Neutrino. Und das kann man sich so vorstellen wie in dieser Animation links. Proton, Antiproton in dem Fall treffen aufeinander, bilden ein Top-Antitop-Paar und man sieht die beiden Zerfälle. Man hat also sechs Teilchen im Endzustand, die es im Detektor nachzuweisen gilt. Gut, das ist damals passiert und man hat eben die Masse dieses Teilchens vermessen und festgestellt, das hat eine wesentlich höhere Masse als alle anderen Teilchen, auch wesentlich schwerer als das Higgs-Boson mit 125 GeV. Und da fragt man sich natürlich, warum das so ist und ob diese Masse vielleicht in irgendeiner Weise ein Hinweis auf neue Physik ist. Und das ist eben auch das, was diese beiden Themen, die ich jetzt ausgewählt habe, verbinde. Das Top-Quark ist ja eines der Elementarteilchen, wenn die Masse der Teilchen durch das Higgs-Boson mit seiner Kopplungsstärke an die Teilchen gegeben ist, ja, dann muss die Kopplungsstärke zwischen Top-Quark und Higgs-Boson besonders stark sein. Das Higgs-Boson ist zu leicht, um in zwei Top-Quarks zu zerfallen. Das wäre für alle anderen Teilchen möglich und so könnte man diese Kopplungsstärke vermessen. Beim Top-Quark geht das nicht. Und was man stattdessen machen kann, ist in dem Diagramm links oben zu sehen. Man kann sich Prozesse raussuchen, bei denen zwei Gluonen, also die beiden Gs mit der Spirallinie, aufeinandertreffen und dabei ein Top-Anti-Top-Quark-Paar erzeugen. Und eines dieser Top-Quarks kann ein Higgs-Boson abstrahlen.
was dann zum Beispiel wieder in zwei B-Quarks zerfällt oder in zwei Photonen. Und das ist das Bild, was man rechts sieht. Man sieht wieder, wie die Zeit läuft, die Run-Number sich erhöht und die Datenmenge sich erhöht. Ja, und da sieht man auch bei ungefähr 120 GeV eine Erhöhung gegenüber der Erwartung, die hier in der roten Linie Untergrunderwartung plus Signal angefittet wird. Und das liegt genau bei der gleichen Masse wie auch bei den anderen Analysen. Es ist also das gleiche Teilchen. So hat man eben auch das Higgs-Boson in der TT-Quer-Higgs-Strahlung letztendlich beobachtet. Diese Beobachtung ist erst sehr viel, die ist sehr viel schwieriger und ist erst im Jahr 2018 gelungen, also 6 Jahre nach der Entdeckung des Higgs-Teilchens. Hier ist ein Beispielereignis zu sehen, wo man zwei Photonen hat, aber auch 6 B-Jets. B-Quark-Jets, das ist ein starker Hinweis darauf, dass das Higgs in zwei Photonen zerfällt und wir 2 B-Jets aus dem Higgs-Zerfall haben und 2 aus den beiden Top-Zerfällen. Und das ist ein Ausschnitt hier aus einer lokalen Tageszeitung, wo man eben auch hier in Göttingen beschrieben hat, dass auch die Göttinger Arbeitsgruppe im Jahr 2018, man sieht es rechts oben an dem Datum, an der Beobachtung oder Entdeckung dieses Prozesses beteiligt war. Und auch da sind wir sehr stolz drauf. Heute, wie gesagt, wurde gerade die Beobachtung der Produktion von 4 Top-Quarks verkündet. Das ist auch ein Prozess, den man im Standardmodell der Elementarteilchenphysik erwartet, der aber sehr, sehr selten ist. Ja, das sind jetzt nur 2 Beispiele von physikalischen Messungen, Beobachtungen, Entdeckungen, die wir am Large Hadron Collider gemacht haben. Da gibt es natürlich noch sehr viel mehr. Was passiert im Moment am CERN? Ja, im Moment stehen die Beschleuniger still, alle. Das heißt, wir können noch nicht mal Testmessungen durchführen. Die führen wir am DESY in Hamburg durch. Und hier sieht man mit einer Fischaugenkamera quasi im Zeitraffer, wie links diese Strukturen, Betonblöcke, über dem Zugangsschacht einer nach dem anderen weggeräumt werden von einem Kran, um den Zugang zu ermöglichen. Und schon seit anderthalb Jahren finden am CERN in Genf Upgrade-Arbeiten statt. Das heißt, sowohl die Beschleuniger als auch sowohl der Beschleuniger als auch die Experimente werden überarbeitet. Es werden neue Detektorelemente eingebaut, die schneller sind, die leistungsstärker sind, die strahlenhärter sind. Und es geht vor allem darum, jetzt in dieser Phase den Beschleuniger auf seine volle Designenergie zu bringen. Wir sind bisher bei einer Strahlenergie von 6,5 TeV, also 6500 Protonenmassen, äquivalent nach E gleich mc² gelaufen. Also einer Schwerpunktsenergie von 13.000 Protonenmassen. Die Designenergie liegt aber bei 14.000. Und es gibt eben Prozesse, deren genaues Verhalten, zum Beispiel die Produktionsrate, von der Schwerpunktsenergie abhängt. Die Quantenchromodynamik insbesondere beschreibt diese Energieabhängigkeiten. Wenn wir diese Prozesse also bei verschiedenen Energien messen, können wir die Quantenchromodynamik, die starke Wechselwirkung untersuchen. Es gibt aber auch Prozesse, die wir suchen, die vielleicht in der Natur realisiert sind, wo vielleicht neue Teilchen produziert werden. Und da ist es oft so, dass man höhere Energien braucht, um diese schwereren, bisher noch nicht beobachteten Teilchen zu beobachten. Also es gibt vielerlei Gründe, warum 14 TeV ganz spannend sind. Und ja, hier sieht man im Zeitraffer, wie verschiedene Bauelemente da eingebaut, umgebaut werden, hin und her geräumt werden, etc. Wir in Göttingen sind daran nicht beteiligt. Wir arbeiten vor allem an dem Silizium-Halbleiter-Pixel-Detektor. Der wird jetzt nicht überarbeitet, der kann auch die 14 TeV gut überstehen. Wir arbeiten schon
an dem nächsten Upgrade, der 2024 stattfinden wird, oder vielleicht ein bisschen später, bis 2027. Und da geht es darum, auch den Beschleuniger, aber vor allem die Experimente zu überarbeiten, um die Auslese-Elektronik leistungsstärker zu machen und um die Detektoren strahlenhärter zu machen, sodass man dann zwar bei 14 TeV Schwerpunktsenergie bleibt, aber die Strahlintensität um fast einen Faktor 10 erhöht. Ja, und da haben wir jetzt angefangen, nach fast 10-jähriger Entwicklungsphase diese finalen schon Bauelemente zu bauen. Die werden, wie gesagt, im Teststrahl am DESI in Hamburg getestet, zum Teil in Göttingen und an anderen Universitäten zusammengebaut und dann in den nächsten Jahren Schritt für Schritt ans CERN gebracht. Ja, wenn man mehr wissen möchte, kann man sich zum Beispiel in verschiedenen Museen oder an der Uni Göttingen eine Nebelkammer anschauen. Ich bin sicher, dass Sie das im Schülerforschungszentrum auch mit Alkohol und Samt und Trockeneis nachbauen können. Es hat letztes Jahr am CERN ein Open Day, einen Tag der offenen Tür gegeben. Man kann Informationen über das CERN und die Physik und die Experimente auf der Webseite visit.cern finden. Oder, was vielleicht auch jetzt gerade ganz spannend ist, es gibt virtuelle Besuche, zum Beispiel des Atlas-Experiments, also hier unten zu sehen, https://atlas-virtual-visit.web.cern.ch. Da kann man zumindest jetzt Termine ausmachen, um dann, wenn das CERN wieder öffnet, also für die ersten Wissenschaftler ist es schon wieder geöffnet, jede Woche dürfen 500 Personen mehr aufs Gelände. Das heißt, im September könnten wir, wenn alles gut geht, dann wieder unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften, der Hygiene- und Abstandsvorschriften, aber trotzdem mit der vollen Besetzung auf dem Gelände wieder arbeiten. Und dann könnte es auch möglich sein, für Schulklassen zum Beispiel solche Virtual Visits durchzuführen. Ja, damit bin ich am Ende des Vortrags. Hier noch ein kleiner Hinweis, wer Spaß an Physik hat, kann das in der Weihnachtszeit auch mit Physik im Advent oder physicsinadvent.org machen. 24 kleine Experimente wie ein Adventskalender. Gibt es auch tolle Dinge zu gewinnen, zum Beispiel eben auch einen virtuellen Besuch des Atlas-Experiments. Ja, damit bin ich, wie gesagt, am Ende des Vortrags. Ich hoffe, es hat Ihnen und euch gefallen und vielleicht haben wir jetzt die Möglichkeit, ein paar Fragen auszutauschen. Entweder direkt über die Videokonferenz-Software oder eben auch über den Chat. Ja, gibt es Fragen? Möchte jemand etwas fragen? Ist überhaupt noch jemand da? Mhm. Das ist richtig. Also wir können in unseren Detektoren zwar Zeitfenster definieren, in denen wir Teilchen erwarten, die aus der in der Kollision entstehen. Und wir wissen ja, wo unsere Detektorelemente stehen. Wenn sich Teilchen mit ungefähr Lichtgeschwindigkeit bewegen, dann legen sie pro Nanosekunde 30 Zentimeter zurück. Ich weiß also, wann die Teilchen in meinem Detektorelement ankommen sollten. Diese Zeitfenster müssen aber eine endliche Breite haben. Und in diesen Zeitfenstern können dann auch kosmische Muonen auftreten. Die können wir nicht unterdrücken. Wir können versuchen, ein Veto zu setzen und in diesen Naturen auch oben und unten
in bestimmten Zeitabständen beobachtet werden, aber es bleiben immer überlagernde Ereignisse übrig. Und die müssen wir dann statistisch abzählen. Oder wir schauen uns auch mal leere Kollisionen an, also Strahlpakete, von denen wir wissen, dass da ganz bewusst keine Teilchen eingefüllt sind. Und wenn wir da etwas messen, dann können das eigentlich nur kosmische Teilchen von oben sein. Ganz genau. Also des einen Freud ist des anderen Leid. Ja, hallo Herr Quandt, ich weiß nicht, ob Sie mich hören. Ich kann Sie hören. Hallo Herr Quandt. Ja, ich grüße Sie auch. Endlich jetzt mal. Ich versuche auch, ob Sie mich sehen können. Ich freue mich. Wunderbar. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Jetzt. Ja, eben. Ne? Dann, also erst einmal vielen Dank für den wunderschönen Vortrag. Das sind ja seltsame Zeiten zurzeit und dann tut es richtig gut, wenn man solche Veranstaltungen machen kann. Ganz herzlichen Dank. Und ich habe eben schon gemerkt, da war eine Frage. Also irgendwie haben auch andere Leute den Zugang hier zu diesem Extra-Kanal gefunden. Ich will nur eine Frage stellen, dann bin ich ruhig, damit noch andere was machen können. Der LHC hat ja eigentlich bisher sehr stark das bisherige Standardmodell bestätigt. Wie gehen Sie damit um? Wäre es nicht spannender gewesen, wenn da was ganz anderes rausgekommen wäre? Kein Higgs-Boson? Was erwarten Sie, wenn der wieder jetzt online geht mit höheren Energien? Ja, das ist richtig. Also wir haben alle möglichen Prozesse, die wir sehen können, versucht mit hoher Präzision zu vermessen und haben letztendlich an allen Stellen immer das gemessen, was das Standardmodell auch vorhersagt. Also wir sagen ja, dass wir Theorien nicht bestätigen können, nach Karl Popper. Wir können nie verifizieren, wir können nur falsifizieren. Also wir als Experimentalphysiker versuchen halt immer die Präzision noch weiter hochzudrehen und dann irgendwann mal, genau wie Sie sagen, eine Ecke zu finden, wo wir das Standardmodell ausschließen können, wo das Standardmodell irgendwas vorhersagt und wir etwas mit so hoher Präzision messen, dass die Diskrepanz zu groß ist und wir dann sagen können, das Standardmodell ist falsch. Das wird dann nicht falsch sein, das wird unvollständig sein oder wird in einem extremen Bereich dann eine Korrektur brauchen, so wie auch die Newton'sche Mechanik physikalisch falsch ist und muss eben ersetzt, ergänzt werden durch relativistische Korrekturen. Aber um Autos oder Brücken oder Häuser zu bauen, reicht es allemal. Das wäre in der Tat spannender gewesen. Bisher war es nicht so. Letztendlich, es gab immer mal wieder, auch unabhängig von dem Higgs, einzelne Messungen, wo es dann auch schon deutliche Abweichungen von der Erwartung gab. Die haben sich aber im Laufe der Zeit irgendwie wieder rausgewaschen oder ein Experiment hat das gesehen, ein anderes nicht. Oder wir haben sie nur bei 8 TeV oder nur bei 7 TeV gesehen, aber bei 13 TeV nicht. Sowas kann immer passieren. Das sind statistische Fluktuationen. Ja, man muss die Dinge so nehmen, wie sie sind. Also wir geben nicht auf, wir messen immer weiter und sind ganz zuversichtlich, dass wir irgendwann etwas finden werden, was man mit der momentanen Theorie nicht beschreiben kann. Ich hatte ja eben schon einige Beispiele genannt. Warum ist das Wasserstoffatom elektrisch neutral? Warum hat das Elektron exakt die Ladung minus 1 und das Proton exakt die Ladung plus 1? Es gibt keinen schlüssigen Grund dafür. Was ist die dunkle Materie? Was sind das für Teilchen? Die müssen massiv sein. Die müssen eine hohe Energiedichte haben. Aber sie müssen langsam sein. Oder gibt es die gar nicht? Und die Gravitation ist anders, als wir denken. Was ist überhaupt mit der Gravitation? Also wir können alle drei anderen fundamentalen Wechselwirkungen quantenmechanisch, quantenfeldtheoretisch beschreiben, die Gravitation nicht. Warum ist das so? Irgendwie ist die Gravitation ja speziell. Das sind alles Fragen,
auch die Materie, Antimaterie, Asymmetrie. Wir haben im Laufe der Zeit in den USA, in Japan, auch da gab es jetzt ein Upgrade, in Japan ein noch größeres Experiment, einen noch leistungsstärkeren Beschleuniger, der letztes Jahr angelaufen ist. Und wir haben immer präziser diese Materie, Antimaterie, Asymmetrie vermessen. Und wir wissen jetzt ganz genau, dass wir sie immer noch nicht verstehen. Also ja, da gibt es noch viele offene Fragen. Ich hätte auch gern jedes Jahr eine Entdeckung, hätte ich gar kein Problem mit, aber man kann sich das nicht aussuchen und zum Forschen gehört eben auch Durchhaltevermögen und Geduld. Wer freut sich mehr, wenn was anderes rauskommt, die Experimentalphysiker oder die Theoretiker? Ja, auch. Das ist dann so ein Wettlauf. Also wenn wir etwas messen und veröffentlichen, was man nicht erwartet hat, dann ist die Aufregung bei den Theoretikern groß. Und es gibt dann von unserer Seite wieder Statistiken. Wir zeigen dann, wie viele Theoriepapiere es als Funktion der Zeit gibt. Und dann gibt es plötzlich ganz viele. Und wenn wir dann sagen, ach nee, wir haben jetzt nochmal nachgemessen und ist doch nicht so, dann geht es wieder runter. Ja, klar. Die Superstring-Theorie ist ja, glaube ich, jetzt im Moment nicht mehr so gut im Rennen. Wie sieht das aus, wenn der LHC mit glaube 14 Teraelektronenvolt läuft? Kann man da was erwarten, Supersymmetrie oder Quantenloop-Kavitation? Ist das überhaupt im Bereich dieser Energien oder die liegen wahrscheinlich noch viel, viel ja, weiter das drüber? Ja, das ist richtig. Also das sind Theorien, die... die ich persönlich jetzt eher in den Bereich der Mathematik und der Hypothesen einordnen würde. Also nach Karl Popper muss ja eine naturwissenschaftliche Theorie auch falsifizierbar sein. Diese Theorien, die machen im Moment ja noch nicht mal wirklich konkrete, quantifizierbare Aussagen und Vorhersagen. Und diese Aussagen müssten ja auch noch fehlerbehaftet sein, sodass ich überhaupt eine statistische Signifikanz ausrechnen kann, um zu sagen, ich kann sie jetzt ausschließen oder nicht. Also wie gesagt, eine Theorie, die keine robuste Vorhersage macht, da habe ich gar keine Chance, die auszuschließen. Und dementsprechend würde ich fast sagen, es sind im Moment gar keine naturwissenschaftlichen Theorien, aber ich weiß, dass mancher Kollege das als Provokation empfinden würde, deswegen sage ich es vielleicht dann lieber nicht. Es ist ja jetzt auch, hat niemand zugehört. Ja, ich bin jetzt mal ruhig. Ich hoffe, dass noch andere den Weg in die Fragerunde gefunden haben. Bin mal gespannt. Also es ist in der Tat möglich, auch Antiprotonen zur Kollision zu bringen. Ich sagte ja schon mal, Teilchen und Antiteilchen unterscheiden sich nur in der elektrischen Ladung, beziehungsweise bei Neutrinos, die sind ja elektrisch neutral, da unterscheiden sie sich durch die Händigkeit, also in welche Richtung sie sich relativ zu ihrer Flugrichtung drehen, wenn man so will. Wir haben in den 70er Jahren den ersten Protonbeschleuniger betrieben. Das war auch ein Protonbeschleuniger, aber 1979 wurde erkannt, dass es auch möglich sein sollte, in einem Beschleuniger nicht nur eine Teilchensorte, sondern die Antiteilchen durch das gleiche Strahlrohr in die andere Richtung zu beschleunigen. Das heißt, das SPS, das Superproton-Synchrotron, das war der zweitgrößte Ring, den ich eben in dieser Luftbildaufnahme vom CERN gezeigt habe, der ist 1980 in Betrieb gegangen und zwei Wochen später wieder außer Betrieb gestellt worden, weil er zunächst mal nur als Protonbeschleuniger geplant war und man hat dann noch eine Antiprotonenquelle da dran gebaut und hat dann tatsächlich dort Protonen und Antiprotonen aufeinander geschossen.
Diese Reaktionen haben damals dazu geführt, das W- und das Z-Teilchen zu entdecken und manch andere Dinge eben dann später nicht am CERN, sondern am Fermilab in Chicago, auch in Proton-Antiproton-Kollision das Top-Quark zu entdecken. Das war vor allem deswegen da gut möglich, weil Protonen sehr viel schwerer sind als Elektronen oder Antielektronen. Das heißt, man kann die auf höhere Energien beschleunigen, ohne dass sie in diesen Kreiskurven durch die Kurvenbeschleunigung Energie in Form von Synchrotronstrahlung abstrahlen und verlieren. Das heißt, Protonen und Antiprotonen kann man sehr viel leichter auf hohe Energien beschleunigen. Aber Antiprotonen kann man nicht so leicht in hoher Intensität herstellen. Ja, man stellt die her, indem man Protonen auf einen Metallblock schießt. Die Protonen brechen auseinander und dabei, das ist wie wenn man ein trockenes Brötchen gegen die Wand wirft, dann zerbröselt das in 1000 Teilchen. Und ungefähr eins von einer Million Teilchen, die dabei entstehen, ist ein Antiproton. Die muss man dann durch eine Kombination von elektrischen und magnetischen Filtern rausfiltern, muss die einsammeln und muss die dann wieder beschleunigen. Das ist sehr schwer, sehr aufwendig. Und das war letztendlich der limitierende Faktor. Das war der Grund, warum man dann beim LHC nicht mehr Protonen auf Antiprotonen schießt, sondern Protonen auf Protonen. Man kann gar nicht genug Antiprotonen herstellen. Aber im Prinzip kann man das. Und diese Reaktionen, die haben wir sehr gut verstanden. Die liefern uns jetzt zwar auch Hinweise auf die Materie, Antimaterie, Asymmetrie, da ist aber jetzt nichts Ungewöhnliches, Unverstandenes passiert. Es gibt am CERN dedizierte Experimente. Sie kennen vielleicht den Film Illuminati, Angels and Demons. Da geht es ja auch um das CERN und um den Vatikan und um Antimaterie. Manche Dinge stimmen, manche Dinge stimmen nicht. Ja, so ist das halt manchmal im Fernsehen oder im Film. Diese Beschleuniger, die haben mit dem LHC gar nichts zu tun. Da geht es halt darum, in Kollisionen Antiprotonen zu erzeugen und diese Antiprotonen dann abzubremsen, um sie mit Antielektronen, zum Beispiel aus einem Natriumzerfall, also Kochsalz, ist ja ein Positronstrahler, zusammenzubringen, sodass Antiwasserstoffatome entstehen. Von der Theorie her würden wir erwarten, wir sagen ja auch in der Schule immer, Minus mal Minus ist Plus oder umgekehrt, Plus mal Minus ist Minus und Minus mal Plus ist auch Minus. Also ein Wasserstoffatom mit einem positiv geladenen Kern und einem negativ geladenen Elektron unterliegt exakt den gleichen Kräften wie ein Antiwasserstoffatom mit einem negativ geladenen Atomkern und einem positiven Antielektron, was es umkreist. Ja, die Coulombkraft und die Zentripetalkraft sollte identisch sein. Und wenn ich das Wasserstoffatom quantenmechanisch berechne, sollte das auch identisch sein. Da gibt es auch ein Theorem zu, das wurde hier vom Herrn Lüders in Göttingen aufgestellt, das CPT-Theorem. Aber erstens gibt es alle möglichen Theoreme. Erstens müssen wir das trotzdem ausmessen und testen. Und zweitens kann man zwar aus Symmetrie heraus überlegen, dass Materie und Materie sich durch Gravitation anzieht und deswegen aus Symmetrie auch Antimaterie und Antimaterie sich genauso anzieht. Was aber nicht ausgeschlossen ist, dass Materie und Antimaterie sich abstößt. Und wenn es nicht ausgeschlossen ist, ist es möglich. Und dann bauen wir dedizierte Experimente, um das zu untersuchen. Also solche Experimente werden auch am CERN durchgeführt, die Energieniveaus von Antiwasserstoffatomen untersuchen, die das Gravitationsverhalten oder Anziehungsverhalten zwischen Materie und Antimaterie untersuchen. Das sind ganz spannende Fragen. Ja, perfekt. Genau in dem Moment ging die Frage online. Oft wird ja vereinfacht behauptet, dass das Higgs-Boson für die Masse verantwortlich sei. Jetzt habe ich mitbekommen, dass dies nicht ganz stimmen soll. Weshalb ich mich frage, was denn jetzt die Ursache für die Masse der Teilchen ist.
Ja, das ist genau richtig. Es kommt halt darauf an, was man mit Masse meint. Das Higgs-Boson oder das Higgs-Feld ist für die Trägheit und damit für die Masse von Elementarteilchen verantwortlich. Die Masse von größeren Teilchen, zum Beispiel von Protonen, die sind ja zusammengesetzt aus Quarks, diese Masse ist fast nicht durch das Higgs-Teilchen bedingt, sondern ist im Wesentlichen die Bindungsenergie zwischen den drei Quarks. Also da kommt es eben darauf an, wie groß diese Bindungsenergien sind, wie stark die Objekte zusammengehalten sind. Bei einem Atom zum Beispiel, sagen wir mal ein Wasserstoffatom, das hat eine Masse von ungefähr einem Gigaelektronvolt, also 10 hoch 9 Elektronvolt. Typische Bindungsenergien im Wasserstoffatom sind aber in der Größenordnung Elektronvolt. Das heißt, die Bindungsenergien im Vergleich zur Masse der beteiligten Teilchen ist nur ein 10 hoch minus Neuntel. Also da ist die Bindungsenergie vernachlässigbar klein und deswegen kann man auch sowas wie Atome beschreiben, deswegen kann man Chemie beschreiben und sagt dann, ja, das sind einzelne Atome und wenn die sich dann zu Molekülen zusammenbilden, bleiben die Atome unverändert. Ne, die ändern sich ein bisschen, aber die Änderung der Bindungsenergien ist fast vernachlässigbar. Bei den Elementarteilchen ist es umgekehrt, da ist die Bindungsenergie relativ zur Masse der beteiligten Teilchen klein. Und dementsprechend ist die Masse von Protonen auch durch die Bindungsenergie gegeben und nicht durch den Higgs-Mechanismus. Ja, also beide Aussagen sind richtig. Teilchen erhalten ihre Masse durch Higgs oder Teilchen erhalten ihre Masse nicht durch Higgs. Da muss man eben unterscheiden, welche Teilchen man meint und wie groß deren Masse ist, wie groß die Bindungsenergien sind. Und so ergibt sich das daraus. Aber sonst auf Ebene der Elementarteilchen ist alles, was wir bisher beobachtet haben, kompatibel mit dem Higgs-Mechanismus im Standardmodell. Jetzt sagt der Herr Haupt, ja, das ist dann langweilig. Das ist auch irgendwie so, irgendwie ist es spannend, aber irgendwie auch langweilig. Aber wir vermessen das. Wir vermessen die Masse der Teilchen und wir vermessen die Kupplungsstärke aller Teilchen an das Higgs und wir vergleichen diese Muster, die wir dabei bekommen. Okay, vielen Dank dafür schon mal. Wir haben jetzt leider keine Frage mehr im Chat hier stehen. Und ich glaube, hier in dem Videochat haben wir auch keine. Wenn Herr Haupt Also nicht noch dann eine darf Frage ich hat. noch mal ganz kurz, darf ich noch mal ganz kurz was, eine Idee dazu, zu dem, was Sie eben gesagt haben. Es gibt ja die klassische Unterscheidung zwischen Träger und schwerer Masse. Alles, was Sie zum Higgs-Teilchen gesagt haben, zum Higgs-Feld, ist ja wirklich Trägheit erzeugen. Genau. Lässt sich da vielleicht dann doch noch weiterdenken, dass das Higgs-Feld für das, was träge Masse ist, verantwortlich ist, die schwere Masse, Bindungsenergie, Raumkrümmung, keine Ahnung, und warum sind die dann zueinander proportional? Das ist ja dann auch sehr seltsam, weil das ja vollkommen verschiedene Prozesse vielleicht sind. Das ist richtig. Also wir denken mit Masse nur über quasi den Gegenpol zur Bewegung oder zur Bewegungsänderung nach, also das, was in der Schrödinger-Gleichung unter dem p-Quadrat steht, also das m halbe v-Quadrat oder was in der Dirac-Gleichung neben dem Impuls steht. Es geht also immer um Bewegung und eine gewisse Trägheit, sich aus diesem Bewegungszustand heraus zu verändern. Bei schwerer Masse geht es um Gravitationsphänomene und da streichen wir mal direkt die Segel. Gravitation verstehen wir überhaupt nicht. Also natürlich verstehen wir das Newtonsche Gesetz und ich kann das dann im gekrümmten Raum mit Massen, die sich in irgendeiner geschlossenen Fläche befinden, über den gaußschen Satz hin und her rechnen. Das ist überhaupt kein Problem und wenn gravitativ wechselwirkende Teilchen hypothetisch nicht in einem drei-, sondern in einem vier- oder fünfdimensionalen Raum wären,
Und dann wäre das jetzt zum Beispiel ein dreidimensionaler Raum und das ein dreidimensionaler Raum. Und die könnten sich dann über die vierte und fünfte Dimension quasi über eine Abkürzung unterhalten und Gravitonen austauschen. Dann hätte das viele Konsequenzen für die Gravitation und könnte vielleicht erklären, warum die Gravitation so schwach ist im Vergleich zu den anderen Wechselwirkungen, obwohl wir sie ja eigentlich vermuten als ähnlich starke Kraft auf Kopplungsquantenfeldtheorie-Ebene. Aber die Raumstrukturen oder warum eben Gravitation nur anziehend ist und nicht abstoßend, warum kann ich das Gravitationsgesetz hinschreiben und es sieht exakt aus wie das Coulomb-Gesetz? Aber wenn ich anfange, mich zu bewegen, wird aus dem Coulomb-Gesetz, aus der elektrischen Kraft eine magnetische Kraft und ich erhalte Wirbelfelder, während bei der Gravitation die Struktur exakt gleich bleibt. Ich schreibe nur ein relativistisches Gamma davor. Warum ist das alles so? Also da gibt es so viele Fragen in der Gravitation, die wir nicht verstehen. Auch wenn wir die Gravitation quantenfeldtheoretisch beschreiben könnten, dann gäbe es auch ein Austauschteilchen dafür, das sogenannte Graviton. Einen Namen hat es schon. Und man kann sich auch aufgrund der Eigenschaften der Gravitation ein paar Eigenschaften dieses Gravitons direkt überlegen, die es haben muss. Und es wäre auch ein Teilchen mit einem ganzzahligen Spin, also Eigendrehimpuls, aber nicht wie das Photon, das Gluon, das W- oder das Z-Teilchen mit einem Eigendrehimpuls 1, sondern das Graviton wäre natürlich schon wieder anders. Es hätte Eigendrehimpuls 2. Also die Gravitation ist irgendwie anders. Aber klar, das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Wieso kann der Higgs-Mechanismus Teilchen eine Eigenschaft geben, die offensichtlich entscheidend ist für diese unbekannte vierte Kraft Gravitation? Wieso ist das, was der Higgs-Mechanismus letztendlich bewirkt, diese Kopplungsstärke und diese klebrige Umgebung, wieso koppelt da Gravitation dran? Im Moment können wir darauf leider keine Antwort geben. Das ist eine Frage, die gebe ich zurück. Eigentlich heißt das ja, dass seit 100 Jahren das Problem eigentlich immer noch offen ist und wir tun so, als gäbe es das nicht, ne? Weil wir nur von der Masse reden. Wir sollten viel präziser sein eigentlich, wenn wir von Masse reden, ne? Also angeben, welche Art der Masse wir eigentlich meinen. Das ist richtig, aber ich merke halt selber auch, wenn man lang genug in diesem Forschungsgeschäft drin ist, dann hat man sich an die Terminologie gewöhnt und man wird ein bisschen schlampig. Und wenn man in der Terminologie schlampig wird, dann wird man auch in den Gedanken schlampig. Deswegen ist es so wichtig, mit Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern zu arbeiten, deren Gedanken Sie messerscharf, präzise schärfen. Die kommen nämlich dann an die Uni und sagen, hey Prof, was meinst du denn mit Masse? Schwere oder träge Masse? Und dann muss ich hat mich ja schon 10 Jahre keiner mehr gefragt. Ach so. Ja, und dann auf einmal ist alles klar, was man vorher jahrelang weggewischt hat. Also das ist ganz wichtig und man merkt halt sehr stark, dass es insbesondere die jungen Menschen sind, die dann mit solchen Fragen kommen, die mit solchen präzisen Formulierungen kommen, die wir so ein bisschen verwaschen haben oder die auf einmal auch Zusammenhänge sehen, die wir vor lauter Betriebsblindheit nicht mehr gesehen haben. Also die nächste Generation muss es richten. Ja, das war ein schönes Schlusswort. Herbert, ganz herzlichen Dank für diesen schönen Abend. Es hat mal wieder Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören. Und ich bin mir sicher, dass jeder, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener, was mitnehmen konnte. Vielen herzlichen Dank. Und wir möchten Sie jetzt, wie abgesprochen, mit Ihrer Familie zum Pizzaessen einladen. Das muss nicht heute Abend sein. Aber die Reihe heißt ja ursprünglich Pizza with the Prof.
Und was wir jetzt zur Corona-Zeit nicht machen können, gemeinsam mit Jugendlichen Pizza essen. Aber vielleicht holen wir das später mal nach. Ich freue mich sehr drüber. Wir werden das, und Ihnen alles, wir werden das bestimmt nachholen. Und ich trinke jetzt einfach auf Ihr Wohl. Genau so. Bleiben Sie gesund. Okay, Prost. Dann Sie auch. Ne? Danke und tschüss. Tschüss. Ne? Ja, schönen Abend. Tschüss. Ja, gleichfalls. Tschüss.